Herzlich willkommen, liebe Zuschauende und Zuhörende, zur besonderen Fermata am Bach am Sonntag. Besonders ist diese Fermate, dieser Ruhepunkt in dreierlei Hinsicht. Erstens wissen wir, dass nach jeder Fermate die Musik wieder erklingt. Bach am Sonntag wird in seiner ursprünglichen Form im nächsten Jahr wieder aufgenommen, in seiner ihm eigentümlichen Kombination von Orgelkonzerten und Kantatengottesdiensten. Zweitens gerät diese Fermate zwischen zwei interessante Stimmgabeln. Einerseits ging Bach am Sonntag durch die Corona-Krise vermeintlich dem Bach oder angesichts der Limmat den Fluss runter. Deshalb Bach ab. Andererseits wird die Klappe der Regie beim gestreamten Film der nun geplanten Konzerte mit einer Reflexion über das Thema variiert, das in der ausgewählten Musik erklingt. Deshalb Bach ab. Zwischen beiden Stimmgabeln Bach ab, Bach ab entstehen nun in den Fermaten wunderbare Schwingungen voller Klänge und Töne. Und drittens inspiriert der Name Bach diese Schwingungen der Fermaten. Heute besonders durch den Pfingstgeist. B steht für berührt sein. Wie anders soll uns die Musik Bachs unsere Seelen berühren wie der Wind in unserem Haar. A steht für Andacht. Streicht der Wind durchs Haar, schließe ich meine Augen und es fängt an, andächtig zu denken. C steht für Choral. Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, wie der Wind, der weht, wo er will. Und H steht für Haut. Die Klänge Bachs bei seinen Choralarbeiten liegen nicht auf der Hand und gehen so unter die Haut. Seiner unzähligen Choräle hat Johann Sebastian Bach in Leipzig zwischen 1739 und 1746 mit der Absicht zusammengestellt, sie drucken zu lassen. Wer ist der Blick auf sein Schaffenswerk, der ihn dazu bewog, oder der Blick nach vorne angesichts der wenigen Lebensjahre, die er erahnte? Wir wissen es schlicht nicht. Das wissen wir, dass Bach nie einfach nur ältere Kompositionen kopierte. Er nutzte meist die Gelegenheit, nochmals über die Choralversionen zu gehen, da eine Verbesserung, dort eine Ergänzung, da eine zusätzliche Variation. Das Manuskript der sogenannten Leipziger Choräle beginnt mit klarer Schrift. Experten vermuten Bachs Augenleiden. Jedenfalls wird die Schrift zunehmend zittriger. Die Fachleute schreiben die Niederschrift der letzten drei Sätze,
darunter auch unser Pfingstchoral, Bachs Schwiegersohn Johann Christoph Alt-Nicol zu. Komm Gott, Schöpfer, Heiliger Geist. Die Entstehung unseres Leipziger Chorals führt uns zu zwei ersten Inspirationen im Kirchenraum, da in Großmünster, als gebauten Text des Glaubens. In der christlichen Tradition geht es erstens nicht um sein Kopieren, sondern um sein Variieren. Gott, Vater, Sohn, Schöpfer, Heiliger Geist. Was geschieht, wenn Sie die Choräle Ihres Glaubens aus Ihrer Kindheit variieren und hervornehmen? Welche Musik entsteht, wenn Sie den Choral angesichts der Endlichkeit unseres Lebens variieren? Dazu kommt eine zweite Inspiration. Wenn Sie den Durchblick verlieren, den klaren Blick auf das Manuskript Ihres Lebens, dann braucht es andere, die für Sie einspringen. Stellvertretung, das ist auch der Cantus Firmus des Lebens Jesu. Mit Fantasie lehrte und lebte er, alles Leben ist miteinander verbunden. Ein Leben tritt für das andere ein. Leben heißt Hingabe für andere. Er ermutigte, anstelle von ihm dies nach seinem Tod nun auch selber mit Gottes Geistkraft zu tun. Warum sollen wir füreinander einstehen als Gemeinde und miteinander für die Welt? Jesus variierte das private Verhalten von Schwiegersöhnen und Töchtern in den öffentlichen Raum. Meine Mutter und meine Brüder und Schwestern, das sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Unsere Glaubensgut auf die Zukunft hin zu variieren, für andere wie Brüder und Schwestern einstehen und weiterschreiben, das sind die ersten beiden Variationen. Und dazu kommt noch etwas Drittes. Auf die Spur brachte mich der Cantus Firmus des Lebens Jesu. Ich hole kurz aus. Johann Sebastian Bach orientierte sich an einem Text Martin Luthers. Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, besuch das Herz der Menschen dein. Luther seinerseits ließ sich von einem anderen Text inspirieren. Das heißt, er nahm eine alte Vorlage und variierte sie. Dieser alte lateinisch geschriebene Hymnus ist seit dem 12. Jahrhundert immer wieder übersetzt worden. Veni, Creator, Spiritus, Mentes Tuorum, Visita. Auch wenn die Expertinnen und Experten heute sagen, er habe ihn nicht selber geschrieben, so wird dieser Pfingstchoral Rabanus Maurus zugeschrieben. Er wurde um 780 nach Christus geboren. Er starb am 4. Februar 865 in Winkel in Rheingau, war Mönch und Abt im Kloster Fulda, Erzbischof in Mainz. Seine zentrale Absicht war, mit diesem Lied die theologische Einsicht zu erhellen, dass der Heilige Geist von Gott und Gottes Sohn von beiden ausgeht. Luther übersetzt: Lehr uns den Vater kennen wohl, dazu Jesus Christus, seinen Sohn, dass wir des Glaubens werden voll, dich beider Geist zu verstehen. Nun verstanden haben unsere Vorfahren trotz vielen Konzilsbeschlüssen dieses Denkkonstrukt nicht ganz. Und orthodoxe und katholische Gelehrte liegen bis heute theologisch in den Haaren. Bei solch gelehrten und intellektuellen Disputen löscht es vielen von uns ab. Weit inspirierender ist die Frage, wie denn der Spiritus Sanctus mit beiden verbunden ist, also mit Gott, der spricht sein Wort und damit Welt schafft, und mit Jesus, der spricht Gottes Wort
und damit Menschen an Gottes Stelle aufrichtet. So sind wir auf dem Umweg zum Reformator in Wittenberg und dem Abt in Fulda wieder zum Cantus Firmus von Jesus gekommen. Jesus richtet die Menschen ein, indem er in Gottes Namen für sie eintrat und sein Leben dahingab. So inspirierte er sie, erfüllte sie mit Fantasie und Hoffnung, und diese geisterfüllte Wirkung hinterlässt Spuren bis heute und regt die Fantasie an. Kurt Marti schreibt von der Bank des Heiligen Geistes, ich zitiere: Mit Geld verhält sich's ähnlich wie mit Gott. Noch ehe wir lernen, mit ihm umzugehen, geht es mit uns um. Dorothee Sölle lässt sich durch einen weiteren alten Hymnus um 1200 nach Christus inspirieren, ich zitiere: Gesund machen, heilen, waschen, das Dürre wieder befeuchten, das Verirrte auf den Weg bringen, das Harte biegsam, das Kalte warm machen. Das sind Ausdrücke, die benennen, was die mütterliche Geistin tut. Sie tröstet uns und hält uns so lange in Arm, bis wir wieder hoffen und lachen und weinen können. Und sie gebiert uns aufs Neue. Im Glauben sind wir wiedergeboren, ein neuer Mensch auf der erneuerten Erde. Wir müssen nicht Marti heißen, auch nicht Sölle. Jeder und jede von uns ist im Glauben wiedergeboren, ein neuer Mensch auf erneuerter Erde. Unser Glaubensgut variieren, für andere einstehen, durch die Fantasie angeregt weiter zu schreiben, wie Gottes Geist in unserem Leben schöpft und schafft und aufrichtet und eintritt. Das sind drei der vielen Inspirationen, zu der mich die Reflexion des alten Pfingstchorals geführt hat. Nun brennt mein Herz, den Leipziger Choral, Bachwerkverzeichnis 667, zu hören. Mit voller Orgel braust der Klang in den Raum und erfüllt den Kirchenraum mit solcher Resonanz, dass sie davon sogar daheim erfasst werden können. Der Cantus Firmus bleibt und schafft mit seinem Bass den Boden. Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist, komm, Schöpfer, Geist, tritt für uns ein, so wie es Jesus mit seiner Stellvertretung gemacht hat. Die Musik Bachs zieht nun in jenen besonderen Klang, der in unserer Seele Räume schafft, Räume voller Fantasie und voller Anregung. Und lassen Sie sich bis zum letzten Ton hinziehen, denn da setzt Bach mit seinem Akkord nicht den Schlusspunkt, sondern einen Doppelpunkt, der auf die Fortsetzung wartet, auf Ihre Fortsetzung. Was, wenn Gottes Geist in der Tat bei mir einkehrt, mich in der Tat im Bann zieht, mich fasziniert? Was, wenn es bei mir jetzt selber zu spielen beginnt? Thank you.
Johann Sebastian Bach pflegte jeweils unter oder über seine Werke das Kürzel zu schreiben SDG, Soli Deo Gloria. Kirchenräume als Klangräume wie das Großmünster sind Hüterinnen dafür, dass all unsere Kunst mit all unseren Begabungen und Fähigkeiten Gott allein zur Ehre und uns Menschen zum Heil dient. Dies geschieht konzertant in dieser Stunde, solches möge Ihnen nachher im Alltag auch gelingen. Und am Pfingsten bekommt dieses Kürzel noch eine besondere Note. Jede Kunst und alle Konzerte blieben stumm und nicht sagen, wenn sie nicht zur Inspiration und Animation unseres Geistes führen. Ein inspirierter Geist wird bisweilen animiert, Fermaten zu setzen, mit Bogen und Punkten über Noten und Pausen in unserer Partitur. Ich wünsche Ihnen gesegnete Pfingsten und Pfingsttage und vergessen Sie nicht, die nächste Fermate findet am 28. Juni statt, abends um 5 Uhr hier aus dem Großmünster.